552 Soldaten? What? Sicher jetzt erst. Du bist neu hier. Den Abzug betätigen können sie alle. Aber ein Lager bauen, das muss man drauf haben. Willkommen zurück zu... Hallo? Die haben das erste Blut vergossen. Richtig. Wer verdammt ist da? Hör auf damit! Ich leg jetzt auf, Arschloch. Warte. Sag mir nur eins. Erkennst du diese Sprüche wieder? Klar, das ist aus Rambo. Teil 1, oder? Ha, ich wusste es! Du bist es wirklich! Wie bitte? Was willst du? Ich will, was die da wollen. Was auch jeder andere wollte, der hier rüberging. Sein Blut vergoss und alles gab, was er hatte. Ich will, dass uns unser Vaterland genauso liebt, wie wir es lieben. Und was genau soll das bedeuten? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Naja, komm zu mir in meine streng geheime Basis. Ich brauche deine Hilfe. Streng geheim, okay. Du verrätst mir nicht, wo sie ist. Ja, gut. Peninsula Ventosa. Beeil dich. Bis zum letzten Tropfen. Ah, spezielle Geschichte. Das werden wir jetzt mal machen. Werde ich mal gucken. Dietzbuch. Bis zum letzten Tropfen. Das Geheimprojekt des Rambo-Fenster Nummer 1. 6000 Meter. Da oben. Ach geil, Schnellreise dahin. Das ist doch super. Sind immer noch 1500 Meter. So, wo können wir denn erstmal hier was Neues auf der Karte aufdecken? Psst, Guerriero. Was hast du für mich? Ich habe dir eine Flugabwehranlage auf der Karte markiert. Zerstör sie am besten gleich, okay? Muchas gracias. Okay. Oh. Wir markieren das mal. Dann weiß ich nämlich, wo ich langfahren muss. Und dann, wenn nichts Spannendes jetzt auf dem Weg passiert, sehen wir uns da, würde ich sagen. So, wir sind jetzt fast da. Meine Nummer rauszugeben. Zähne zusammenbeißen! Oh, hey. Ja! Que bola? In der Elite-Truppenbasis der FND trainieren die Besten der Besten von Castillos Soldaten. Diese Basis auszulöschen wäre ein verheerender Schlag für das Regime. Hey, danke. Wie bist du an meinen originalgetreuen Filmfallen vorbeigekommen? Ja, gleich spreche ich dich an. So, Danny Rojas, die Legende. Angeblich bist du Yaras John Rambo. Ich bin Silvio Morello, Rambos größter Fan. Ich habe die Filme 1000 Mal gesehen. Meine Sammlung ist die mit Abstand größte diesseits der Karibik. Ich habe sogar ein Stück Stoff, mit dem Stallone sich beim Dreh von Rambo 2 die Achseln ausgewischt hat. Ich erkenne einen Rambo, wenn ich ihn rieche. Und ich bin nicht überzeugt. Dieser Coronel Tissell ist ein FND-Wichser vor dem Herrn.
Ich will, dass du ihn aufspürst und erledigst. Im echten Rambo-Stil. Ticel angelt gern. Aber heute wird er nur dein Messer mit seinem Rücken fangen. Ich würde es ja auch selbst machen, weißt du? Aber irgendwer muss ja auf diese Sammlung aufpassen. Nimmst du die Herausforderung an? Glaubst du, du kannst Rambo sein? Beweis es mir. Ich bewerte deine Darbietung. Mit Filmzitaten kannst du ordentlich punkten. Meter. Rojas, ich habe was Wichtiges vergessen. Du bekommst Bonuspunkte, wenn du Ticel am Ende den Spruch aus Rambo 3 zuflüsterst. Gott kennt Gnade, Danny Rojas nicht. Was hast du überhaupt gegen den Kerl? Ist das was Persönliches? Oh, ach komm, lauf ich hin. Ja, du wirst schon sehen. Hol dir anschließend seinen Schlüssel für später. Aber pass auf, er hat eine Menge Wachen. Das ist eine Schleichmission. Ich sollte den leisesten Amigo mitnehmen. Ich nehme gar keinen Amigo mit. Perfekt zum Schleichen. Du weißt Gott, dass ich auf einer Rambo-Mission bin. So ein Sniper oben drauf irgendwo. Ach so, den habe ich nicht gesehen. Rechts ist noch einer. Wir müssen Coronel Ticel etwas Tolles zu seinem Geburtstag besorgen. Sonne. Warum? Er ist ein echtes Arschloch. Verdammt! Was für ein Arschloch mit Absicht zu reden? Oh Gott, Gnade, ich... Scheiß drauf, stirb, Arschloch! Gut, wo ist der Schlüssel? Eingesammelt. Silvio, Coronel Ticel ist tot. Hast du den Spruch aufgesagt? Ach so. Ja, klar. 100%. Jedes Wort. Ganz sicher? Ich habe Kampflärm gehört, aber vielleicht war es ja mehr Rambo 3 als Teil 1. Gib trotzdem Punkte dafür. Und wofür ist der Schlüssel? In Ticels Fort steht eine Kiste mit seinen wertvollsten Rambo-Devotionalien. Warte. Soll das heißen, es gibt zwei durchgeknallte Rambo-Superfans auf dieser Insel? Nicht mehr, Rojas, nicht mehr. Du hast meinen größten Konkurrenten ausgeschaltet. Carau. Was mache ich da nur? Nein! Der Videorekorder frisst meine einzige Kassette von Rambo 3. Ich ruf dich zurück, Rojas.
bin ein bisschen blöd. Aua! Ey, bleib stehen! Jetzt rennt das Pferd hin und her. Da kann ich nicht aufsteigen. Ich habe ein kleines Problem. Jetzt geht's wieder. Okay. Auf die andere Seite, also links. Ich würde sagen, wir sehen uns dann da wieder. Ah, schlechte Neuigkeiten. Beim Rettungsversuch der Kassette ist meine Hand im Rekorder stecken geblieben. Warum mache ich das alles gleich nochmal? Außer, damit ich Jaros Rambo werde. Das weiß ich noch. Erinnerst du dich an Rambos Bogen? Mit den Sprengpfeilen? Natürlich. Der ist aus Rambo 2, der Auftrag. Ja, beeindruckend. Ja, du bist nicht der einzige Rambo-Fan auf Jara. Tissell hat einen, der genauso aussieht und auch funktioniert. Wir Sammler nennen ihn den Rachebogen. Das Ding bedeutet mir einfach alles. Hol es dir und erledige die Truppen. Dann gehört es endlich mir. Das ist der letzte Teil deiner Prüfung, Rochas. John Rambo hat 552 Mann erledigt. Hol dir den Bogen und schlag den Rekord. 552. Das ist witzig. Das ist echt ein toller Witz, Mann. Das war doch ein Witz, oder? Oder? Hallo? Todo tranquilo. Ach, das sind nur Statuen. Roger, erwarte Befehle. In Position. Keine Spur. Ist die Aufklärungsmission abgeschlossen? Dann wiederholen. Komme gerade zurück. Da irgendwie außen hoch? Da. Scheiß Schranke. Da komme ich nicht durch. Muss vorne rein. Ja. Da rechts steht nämlich auch noch einer, wenn ich das richtig auf der Karte sehe.
komme ich da hoch? Da hinten? Da hinten. Einfach außen rum gehen. Wieder weg. Stealth-Mission gescheitert. Oh, hier ist ein Alarm. Das ist mein Bogen. Rachebogen. Angefangen!
Gnade. Ich nicht! ...552 Soldaten? What? Sicher jetzt erst. Jagt nicht mich! Ich jage euch! Muss mich heilen. What the fuck? Alter! Kam der mit der Panzerfaust an? Pinga, na das ist mein Bogen. Nicht mich. Oh. Ich jage euch! Danny, Lagebericht, los! Ich bin sicher schon bei über 200! Nimm dich vor mir in Acht, Stallone! Zerfetzen ja richtig. Wie gefällt euch mein Rambo, ihr Drecksack? What the fuck? Alter! Auf einmal kommen zig Leute an. Mal sehen, wie lange ich noch brauche. Pie.
Jäger. Na, das ist mein Bogen. Und man fängt wieder vorne an. Hä? Wieso stirbst du nicht? Nie im Leben schaffe ich 552. Ihr Arschlöcher habt angefangen! Ich komme hier nicht durch. Hier brennt alles. Ich jage euch! Gott, Knarre! Ich nicht! Pfeile. Ich bin sicher schon bei über 200. Nimm dich vor mir ein Arztelau. Still, Alter. Jetzt mal ab hier die Macht! Nicht hier, ihr Wichser! Müssen weg! Keine Angst, keine Reue! Wie gefällt euch mein Rambo, ihr Drecksäcke? Habt den Scheißkrieg angefangen? Jetzt müsst ihr damit klarkommen! Muss hier raus. Scheiße, Munition brauch ich. Mindestens 500. Ja, ehrlich gesagt habe ich bei 400 aufgehört zu zählen. So viel Blut! Bis zum nächsten Tropfen. Weiter so! Bewegung! Scheiße, wie haben wir das nur gemacht? Schlacht er die Sau. Ist doch irgendwo Munition, die ich nicht finde. Ja.
42. Ich dachte, da steht jemand. War aber kein. Geschafft. Es fehlen nur noch ein paar Leichen. Granate! Granate, 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 Granate. Zwei noch. Wurfmesser-Kill! Okay. Das war genug Blutvergießen für ein paar Leben! Alter. Sylvia, es ist vorbei. Nichts ist vorbei. Gar nichts. Nein, wirklich. Es ist vorbei. Alle sind tot. Fantastico. Diese Wichser in den Foren werden nicht glauben, dass ich den echten Rachebogen in meiner Sammlung habe. Was? Nein, ich behalte den Bogen. Das Ding ist der Hammer. Aber das ist der Rachebogen. Das ultimative Sammlerstück. Ist meine Bezahlung. Okay. Aber was ist mit dem Rest? Die Spielautomaten, die Porträts, die VHS-Kassetten. Gehört alles dir. Und wenn du nächstes Mal unbedingt was willst, mach es selbst. Wie Rambo. Du hast recht, Danny. Es macht mich stolz, dass du da draußen den Geist von Rambo weiterleben lässt. Keine Sorge. Ich gebe ihnen einen Krieg, den sie nicht begreifen werden. Abgeschlossen. Das Rambo-Shirt gekriegt. Sonst nichts. Gut, gucken wir mal kurz nach, was es ist. Mehr LMG-Munition. Okay. Ich habe den Rachebogen hier drin. Anstatt die Sniper. Na, ist ja in Ordnung. Gucken wir nochmal nach, was wir noch so haben. Ja, Shotguns und so weiter. Gut, dann war das das für diese Folge. Mit der neuen Mission mit Rambo oder irgendeinem Rambo-Fan. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.